Ja, ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha und es kommt heute mal ein ganz, ganz anderes Video. Ich wurde jetzt des Öfteren gefragt, gib uns doch mal Tipps und Tricks, wie man Football Manager spielen kann und auch relativ erfolgreich spielen kann. Und genau um dieses Thema soll es heute gehen. Also, das Video wird ein bisschen länger gehen, denn das ist nicht innerhalb von 2 Minuten erklärt, sondern das braucht seine Zeit. Und dafür sind wir in meinem privaten Account und da kann ich gleich schon mal dazu sagen, das hier ist FM Touch, weil ich es einfach halte. Und zwar bin ich Trainer und ich möchte nicht noch 10.000 andere Sachen drumherum machen. Und da, wer nur die Mannschaft trainieren möchte, aufstellen möchte, Spieler transferieren möchte, der kommt mit FM 2020, ist das hier in diesem Fall, aber 2021 Touch-Version, kommt da natürlich auch wunderbar mit aus. Dann hat man alles andere drumherum nicht. Also man kann die wichtigsten Sachen eigentlich für einen selber machen. Man kann Spieler transferieren, man kann Training machen, man kann Aufstellung machen, das Einzige, was man nicht machen kann, ist alles, was jetzt so Stadionausbau oder sonst irgendwas so angeht. Aber dafür ist ein Trainer ja auch nicht da. Und man ist ja eher Trainer in Deutschland. Manager, der sehr viel dann selber entscheiden kann, gibt es in England eigentlich nur, in Deutschland gibt es das so gut wie nicht. Und Felix Magath hat das mal versucht, aber das kommt in Deutschland einfach nicht durch. Da gibt es für jeden Bereich extra Fachleute, die das machen und das ist auch gut so. Aber jetzt zum eigentlichen Thema. Tipps und Tricks, wie werde ich eigentlich bester Trainer oder einer der besten Trainer? Dafür gehen wir jetzt erstmal in die Ruhmeshalle. Nicht, dass ihr denkt, ich flunke euch an. Weltweit sind wir jetzt auf dem fünften Platz mit 5 nationalen Ligen, 5 nationale Pokale, 9 weitere Trophäen. Da sind wir also ja nur noch hinter Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Guardiola und Alex Ferguson. Aber Alex Ferguson ist eine Legende. Schaut mal, wie viele Ligatitel der geholt hat. Dafür müsste man in England spielen und nicht in Deutschland. Da kann man einfach viel, viel mehr Titel holen. Aber jetzt gehen wir nochmal rein, und zwar der Nation. Wir sind ja ein Deutscher. Vor uns sind nur noch Ottmar Zelt, Udo Lattek und neuerdings auch Thomas Tuchel. Der trainiert hier nämlich den FC Bayern München in meinem Spielstand. Ihr seht, wir sind im Jahre 2033. Also, es ist wirklich so, dass man dieses Spiel spielen kann und auch gewinnen kann. Punkt Nummer 1 ist natürlich, ihr müsst euch eine Mannschaft aussuchen, die ihr haben wollt. In meinem Fall war es 1860 München. Ich habe in der dritten Liga angefangen. Ich wollte ganz, ganz klein anfangen. Ich gucke mal, ob ich das jetzt gerade sehe. Startseite, meine Karriere, Übersicht. Da sieht man, ich habe angefangen. Na, sieht man doch nicht hier. Die Meilensteine. Da kann ich das jetzt einmal genau betrachten. Da sieht man, dass ich bei 1860 München angefangen habe. Als Trainer von 1860 München eingestellt. Das war die Mannschaft, die hat eine Philosophie, die ich gerne mag, und darauf kommt es schon bei der Vereinsauswahl an. Ihr solltet natürlich, wenn ihr schnellen Erfolg haben wollt, ich habe mir einen Erfolg aufgebaut über die Zeit, aber in der dritten Liga wusste ich, ich kann mit 1860 München schnell Erfolg erzielen, denn die spielen meine Philosophie. Also ihr müsst euch sagen, welche Taktik spielt ihr, und dazu sucht ihr eure Mannschaft aus. Ansonsten ja, könnt ihr das zwar auch anders machen, dann ist es aber so, dass ihr erstmal mit der Mannschaft, die ihr ausgewählt habt, nach unten gereicht werdet. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Dortmund seid und ihr möchtet da aber Verteidigung spielen und nicht offensiv, was Dortmund die ganze Zeit halt macht, dann werdet ihr garantiert in den ersten Jahren um die Euroleague spielen und nicht um die Champions League. Und wenn euch der Vorstand dann lässt, dann ist das alles gut, dann könnt ihr eure Mannschaft so aufbauen, dass ihr auch damit erfolgreich werden könnt. Aber wenn ihr sagt, wir wollen von Anfang an schnell zum Erfolg werden, so wie ich in diesem Fall, dann sucht ihr eine Mannschaft aus, die schon euren Spielstil verfolgt. So, also eingestellt, dann Vizekapitän, bla bla bla. 2020 war ich schon Sieger in der dritten Liga mit
1860 München. Bin dann also aufgestiegen. Dann sehen wir, dass wir auch Sieger der zweiten Bundesliga geworden sind. Wir sind zwar im DFB-Pokal gegen Mainz ausgeschieden, da konnte man noch nicht mithalten, aber sind Zweiter in der Bundesliga geworden. Und dann ging es weiter bis, das war 2021, 2022, bin ich zurückgetreten als 1860 München Trainer, denn da kam das Angebot von Hamburger SV. Die standen richtig schlecht da in der ersten Liga und da habe ich gedacht, weißt was, die übernehme ich, denn ich bin mit 1860 zu schnell aufgestiegen. Ich konnte mein Team nicht so schnell aufbauen, wie das für die erste Liga gereicht hätte. Ich wäre also wieder runtergegangen. Hat mir gedacht, nö, das will ich nicht. Ich möchte jetzt mit einer Mannschaft weitermachen. Der nächste Schritt, immer Schritt für Schritt. Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange beim Hamburger SV bleibe. Nur mal so. Aber dazu komme ich gleich. Der nächste Schritt war einfach, Hamburger SV zu nehmen, um mit denen die Liga zu halten. Und genau das habe ich auch getan. Bin aber auch 2022 gleich DFB-Pokalsieger geworden. Da seht ihr, abgeschlossen als 12. Dann gehen wir mal weiter hoch. Dann 2. DFL Supercup. Und das ist ganz egal, was da passiert ist. Da wollen wir mal wissen, wie die. Da habe ich den Eurocup, das ist die Euroleague, habe ich da gewonnen. Habe die Liga als 10. abgeschossen, also langsame Schritte nach oben gemacht, aber Euroleague schon mal gewonnen. Dann sehen wir, hier ist wieder Anfang der Saison. Wo ist jetzt das erste Mal, dass wir abgeschlossen als 5. Da sind wir jetzt zwar aus europäischem Wettbewerb ausgeschieden, aber sind jetzt in der Tabelle dafür schon mal 5 Plätze nach oben gegangen. Das ist im Jahre 2024. Ich will euch nur mal zeigen, was alles möglich ist, wenn ihr dran bleibt. Trainer des Jahres abgeschlossen als 4. Halbfinale im DFB-Pokal, Viertelfinale gegen Chelsea ausgeschieden. Also auch eine, ja, auch eine Saison, die sehr, sehr gut war. Dann natürlich auch Thomas Müller hier umsonst bekommen. Das ist natürlich dann auch immer noch glücklich, wenn man sowas. Robert Lewandowski ablösefrei unter. Aber wir sprechen auch schon im Jahr 2026. Da waren die natürlich aber auch schon 36, 37. So, und dann gucken wir mal hier. Abgeschlossen als 5. Und wir haben die Euroleague ein zweites Mal geholt. Also es geht die ganze Zeit so weiter. Bis in die letzten Jahre, wo ich dann echt hier den Bundesliga-Titel hole. 28. Da hole ich nochmal, da bin ich nicht da, aber ihr seht es, es geht bis nach oben hinweg. Ich kann auch einfach nur die Wettbewerbe anmachen, nicht lösbuddeln. Da sieht man einfach, es ist vieles passiert. Als letztes habe ich den Euro Supercup gewonnen, bin DFL Supercup-Sieger geworden, Club-Weltmeisterschaft gewonnen, Champions League gewonnen, DFB-Pokal gewonnen, Liga nur 3., aber wenn man alles andere gewinnt, dann geht das schon. Also, sucht euch ein Team aus, was eure Philosophie spielt, wenn ihr schnell Erfolg haben wollt. Und das wollen die meisten. Die meisten wollen ein Spiel spielen und wollen Erfolge haben. Es gibt noch ganz andere Taktikfüchse, die sagen, nö, ich gebe mich erstmal zufrieden, ich baue das alles auf. Die werden sich aber auch dieses Tipps und Tricks Video wahrscheinlich nicht anschauen, denn die haben ja schon ihre eigenen Taktiken, wie sie das machen. Dann habe ich schon gesagt, Taktik. An der Taktik ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr eine Philosophie verfolgt. Ich glaube, diese Taktik spiele ich seit 2022, hier in dieser Saison. Also 11 Jahre spiele ich diese Formation. Das heißt, jeder Spieler, der dazugekommen ist, jeder Jugendspieler, den ich hochgeholt habe, egal wer, ist jetzt perfekt eingestellt auf diese Taktik. Und das ist genau der Punkt. Am Anfang werdet ihr nicht mit so einer Taktik spielen, sei denn, ihr seid sowieso gerade, so wie ich jetzt mit Hamburg, ihr wart sowieso ganz hinten, es kann gar nicht schlechter laufen. Und ihr, wenn ihr einen Verein übernehmt, der natürlich schon dem Abstieg geweiht ist, dann versucht ihr natürlich,
könnt ihr alles machen, weil schlechter geht es wirklich nicht mehr. Da könnt ihr auch die Taktik schnell umstellen. Wollt ihr natürlich am Anfang eurer Karriere mit dem FC Bayern was machen, dann solltet ihr mit der Taktik vorsichtig sein. Vorsichtig. Ihr dürft umstellen. Aber macht es vorsichtig und langsam. Lasst erst die Spieler wieder dran gewöhnen. Wenn ihr eine Sache ändert, dann ändert ihr die zweite. Wieder eine Gewöhnungszeit geben, bis ihr dann eure Taktik habt. Und danach sucht ihr dann eure Transfers. Dazu kommen wir aber gleich. Also, Taktik ist hier mein 4-4-1-1, Flügelverteidiger offensiv. So wird das Ganze hier genannt. Also, hinten zwei Innenverteidiger, die defensiver stehen. Die Flügelverteidiger stehen sehr, sehr offensiv. Dann eine Viererkette, die defensiv spielt. Ein offensiver Mittelfeldspieler und ein Stürmer. Der ist jetzt nur ersatzweise da, normalerweise. Aber seht euch mal an, der ist 21 Jahre. Der hat natürlich einen Abschluss von 16. Der ist grandios. Aber wenn ihr sehen würdet, wer da Stamm spielen würde, ich will es euch mal kurz so zeigen. Er ist gerade verletzt. Da seht ihr einfach, das sind natürlich auch Spieler, mit denen kann man auch was machen. Also, nochmal zur Taktik zurück. Noch einmal zur Taktik zurück. So. Also die Aufstellung, ganz, ganz wichtig. Achtet am Anfang nicht so sehr, welche Sterne hier sind. Guckt euch an, da sind 2,5 Sterne, 3,5 Sterne. Natürlich sind auch mal 4,5 Sterne. Da war vorne ist auch ein 5er drin. Das ist der dieser Spieler hier unten, der Espinosa, der hat auch 5 Sterne. Achtet da wirklich nicht ganz so drauf. Denn es kann, was heißt es kann? Es wird nicht so sein, dass wenn ihr euch da die stärksten Spieler aufstellt mit der Rollen, hier ist die Rollenverständlichkeit. Das müsst ihr einfach mal bedenken. Ihr müsst eure Rolle entscheiden, die ihr da spielen wollt. Ich kann mal da draufklicken. Das ist ein Flügelverteidiger, der genau hat die Rolle Verteidigen. Das ist natürlich auch jetzt gerade bei mir ganz, ganz grün. Ihr müsst das so einstellen, wie ihr das haben wollt. Und dazu müsst ihr Spieler verpflichten. Das ist ganz, ganz einfach. Kommen wir aber dazu, wenn wir nachher noch zu den Transfers kommen. Also, ihr stellt das ein, was ihr braucht. Nicht, was ihr unbedingt, so wie ich jetzt in diesem Fall, sehr grün habt. Ich gehe mal kurz gucken, ob ich das irgendwo... Aber ich werde wahrscheinlich keinen mehr haben, der das nicht erfüllen kann. Warum geht er eigentlich mal wieder hier zurück? So, Taktik. Ich bin gerade am Überlegen, Alacic. Ich glaube, der könnte vielleicht... Ja. Der ist jetzt nicht optimal. Ich könnte natürlich auch sagen, Box-to-Box-Mittelfeldspieler brauche ich da. Habe ich in meiner Taktik so rausgefunden. Oder möchte ich auch haben. Er könnte die Rolle balleroberner Mittelfeldspieler viel besser. Aber dann stimmt das mit meiner Taktik nicht. Taktik nicht mehr. Also ihr müsst auch gucken, dass ihr da die Spieler natürlich für die sogenannte Rolle euch besorgt, zumindest antrainiert. Gehen wir aber jetzt erstmal zur Taktik. Ich spiele gerne dann kontrolliert, weil ich einfach gerne das spiele von Grund auf, ja, kontrolliere, sonst würde es so nicht heißen. Ich renne nicht einfach blind nach vorne. Das ist natürlich auch eine Taktik, vorne 6 zu schießen, hinten 3 zu kriegen. Ist aber natürlich gefährlich, wenn man vorne mal keine 6 Stück schießt. Deswegen kontrolliere ich das Spiel doch gerne grundsätzlich. Da, im Ballbesitz seht ihr einfach ziemlich breit, Pass in die Tiefe, das heißt natürlich auch dann lange Pässe und ein geordneter Spielaufbau. Das heißt, wenn der Pass in die Tiefe nicht kommt, dann soll natürlich ein geordneter Spielaufbau geschehen, zack, zack, hier auf die vorderen Männer. Das Passspiel soll etwas vertikaler sein, das Tempo soll höher sein, wir wollen schnell spielen, Zeitspiel sage ich immer niemals, da bin ich einfach nicht der Typ zu, finde ich ein bisschen unsportlich, Zeitspiel natürlich, wenn ihr sagt, ja, ich bin jetzt nur auf Kontern und nicht für 1-0. Natürlich ist es dann, klar, wollt ihr natürlich auch, auch mal Zeitspiel machen. Es ist jetzt nicht so, dass man das verteufeln soll. Ist nur nicht mein Spielstil und deswegen, ja, habe ich es nicht ausgewählt. Dann habe ich geduldig spielen. Geduldig spielen heißt einfach, dass die nicht aus jedem Winkel schießen, sondern wirklich auf diese Torchance warten, die man kreiert. Deswegen geht auch, ja... Gibt es jetzt vielleicht auch 8 Chancen oder manchmal auch nur 2 Chancen, aber wenn ich von 2 Chancen eine Chance mal reinmache, ist mir das lieber als 14 Torchancen zu haben und das Spiel geht 0-0 aus. Dann führe ich lieber 1-0, wenn ich auch nur 2 Torchancen gehabt habe. So, dann die flache Flanke, die reingeschlagen wird. Einfach, weil Espinosa nicht so groß ist, brauche ich da keine hohe Flanken. Ich habe nur einen Stürmer drin.
Das sieht anders aus, wenn man zwei Stürmer drin stehen hat, aber bei einem Stürmer, der jetzt nicht ganz so groß ist, natürlich, ein Stürmer möchte ich, dass der flink ist, so ein kleiner Messi eben, den brauche ich aber nicht hoch anspielen. Das ist ja, den spiele ich lieber flach an. Und alles andere ist hier schon aus. Da brauche ich auch gar nicht so lange rumspielen. Ich gehe einfach mal hier durch und dann könnt ihr es mal für euch selber ausprobieren. Vielleicht klappt es auch mit genau mit dieser Taktik. Das könnt ihr gerne mal ausprobieren. So, und mir gerne in die Kommentare dann schreiben. Gegenpressing, das ist einfach mein Spielstil. Das ist zum Beispiel was, was wunderbar auch mit Borussia Dortmund geht, mit dem FC Bayern geht. Nicht neu formatieren lassen, gleich drauf. Das geht natürlich nicht mit Clubs, die erstmal nach hinten rennen und sich erstmal formatieren und aufstellen. Dazu braucht ihr schon Spieler, die das auch beherrschen. Dann eben ein Konter. Natürlich möchte ich kontrolliert spielen, habe aber auch gleichzeitig Konter an. Das ist eine Variante, die habe ich als sehr schlau empfunden, weil habe ich den Ball und kann kein Konter starten. Das habt ihr vorhin im Ballbesitz schon gespielt. Wenn der Pass nicht in die Tiefe kommen kann, dann spiele ich geduldig. Das heißt, ich spiele zwei Spielstile in einem. Jetzt liegt es natürlich an meinen Spielern daran, diese auch zu lesen, wann welches wohl sinnvoll ist. Aber ich spiele kontrolliert und ich spiele gleichzeitig auf Konter. Das heißt, ich kann, habe mit einer Taktik schon mal zwei Varianten abgedeckt, wo ja eigentlich fast auch nichts mehr schief gehen kann. Dann sage ich, bloß nicht schnell den Ball nach vorne, denn die Spieler sind nicht aufgestellt. Klar, das widerspricht auch hier wieder Konter, aber das entspricht dem Kontrollierten. Das heißt, ihr seht es, auch hier switche ich zwischen kontrolliert und Konter. Dann soll der Torwart auf den Innenverteidiger abspielen, also der Torhüter macht das Spiel kontrolliert. Die Innenverteidiger können dann einen Konter starten, aber niemals startet der Torhüter einen Konter bei mir. So. Und hier Ball ausrollen, weist den Torwart an, den Ball zu einem nahen Spieler auszurollen. Also auch nicht immer wegzudreschen. Lieber den gezielten kurzen Weg nehmen und dann das Spiel ja, aufzubauen. Kommen wir zu Gegner im Ballbesitz. Schaut euch mal an, wie viel Fläche ich hier habe. Das ist natürlich eine Fläche, da müsst ihr euch mal vorstellen, das kostet Ausdauer. Das heißt, auch die Ausdauer muss in eurem Team stimmen, um überhaupt so zu spielen. Das heißt, ihr müsst immer das Team im Auge haben. So funktioniert Football Manager. Ihr könnt nicht einfach sagen, ich will das so und die müssen das so machen. Das geht nicht. Wenn ihr das Team dazu nicht habt, dann müsst ihr erstmal eine Taktik auswählen, die zu eurem Team passt. Und das meinte ich vorhin. Und dann Stück für Stück die Taktik ändern, während ihr auch das Team ändert. So, hier die Abseitsfalle anwenden. Das passt dann wieder zu meinem kontrollierten Gegenpressing vor allem. Und den Torwart soll der Stürmer schön am kurzen abspielen. Und das, was ich machen möchte, soll der Gegner komplett nicht machen. Und Pressing-Aggressivität ist auf Full Power. Das kostet ganz schön Körner. Das kann auch am Anfang zu ordentlichen Verletzungen führen. Lasst euch davon nicht abschrecken. Irgendwann habt ihr ein Team, was das wunderbar kann. Das war es dann auch erstmal zur Taktik. Wie gesagt, ihr schaut hier, der Wilkinson zum Beispiel. Hier, ich gehe nochmal drauf. Hier sieht man das wunderbar. Ah, nee, doch nicht. Vergesst es. Kommen wir zum Training. So, da ist oftmals der Fehler, dieses Spiel bietet euch alles an. Dieses Spiel bietet euch richtig viel an. Und jetzt kommt's. Ich spiele es so realistisch wie möglich. Es gibt den einen oder anderen, der befasst sich damit. Aber ich sag mir, ich bin Cheftrainer. Und jetzt stellt euch einen Cheftrainer in Deutschland vor. Der macht so gut wie kein eigenes Training. Der hat seine Angestellten dafür, die das Training machen. Er hat Co-Trainer, Assistenztrainer, Torwarttrainer, Stürmertrainer, Mittelfeldtrainer, Taktiktrainer. Der hat alles Mögliche an einem Staff drum zu. Und diese soll man auch arbeiten lassen, weil sonst brauche ich sie ja nicht. Wenn ich alles selber mache, brauche ich sie nicht. Aber warum sollte ich sie mir nicht nehmen? Dann habe ich doch viel mehr Möglichkeiten, daraus das Beste mir zu picken. Das heißt also, das Training macht bei mir der Co-Trainer. Ich bin der Cheftrainer, schaue nach
was die Trainingsleistung angeht. Beste Note wird er mir schon sagen, 9,90. In dieser Woche gab es keine auffällig schlechten Trainingsleistungen. Das heißt einfach, die trainieren da richtig gut. Steht da ein Schlechter, kann ich immer noch agieren. Das ist doch alles, was ich haben muss. Ich muss doch wissen, wer wie gut trainiert, wer hat sich im Training wie gut angestellt. Also lasse ich das doch besser meinen Co-Trainer machen. Können wir schon zum nächsten Punkt kommen. Und das sind dann auch die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter müssen natürlich dazu dann passen. Trainer bin ich, habe ein sehr hohes Ansehen. Mein Co-Trainer ist Pepe, wer ihn nicht kennt, er war mal Spieler bei Real Madrid. Und er hat eine 4,5-Sterne-Wertung. Und da kann ich immer hingehen und kann sagen, ich möchte mir das Training anschauen. Oder ich hole mir den Teambericht von ihm. Und da sehe ich, was für Stärken ich habe und was für Schwächen mein Team hat. Man wird es fast nicht hinkriegen, dass ein Team nur Stärken hat. Man hat auch manchmal Schwächen. Und zwar habe ich die größte Schwäche, ist meine gesamte Kadertiefe. Es fehlt einfach an Qualität abseits der ersten Elf. Danke für die Info. Das brauche ich, um meinen Kader wieder aufzuwerten. Transferbudget. Mit 8,75 an verbleibendem Transferbudget kann nicht mehr großartig reagiert werden. Aus dem Zeitalter sind wir raus, dass wir mit 8,75 mit Hamburg einen Spieler holen können, der uns weiterhilft. Das geht, kann ich einfach nicht mehr. In den letzten Jahren trug die 4-2-3-1 breit dazu bei, durchschnittlich nur 6 Chancen pro Minute zuzulassen. Verstehe ich nicht, warum wir das hier kriegen, weil wir spielen ja 4-4-1-1. Also, das ist aber meine bevorzugte Taktik, die ich sonst spiele, 4-2-3-1. Und da sagt ihr mir einfach, die ist doof. Und deswegen habe ich die geändert. Das Gehaltsbudget, ja, ist auch eben nicht mehr im Handlungsspielraum. 4 von insgesamt 9 Vorlagen zu Gegentreffern kamen in den letzten 49 Spielen von links. Das sieht er als, also von den Gegentoren. Das heißt, linker Verteidiger, schaue ich, hier ist rechts, da ist links, was ist da denn los? Warum passiert das, dass immer von links kommt? Passen die beiden Spieler vielleicht nicht gut zusammen? Schaue ich einmal nach, gehe auf Taktik und sehe, ja, diese beiden Spieler doch spielen eigentlich recht gut zusammen. Das sagt mir dieser Balken hier. Der sagt mir, die spielen gut zusammen. Aber ich sehe auch, meine Verteidiger haben eine 6,99 und eine 6,98. Das ist natürlich jetzt gerade die neueste Saison, aber man sieht schon, sie sind anders als die anderen. So, zurück zum Thema Mitarbeiter. Jugendabteilungsleiter. Muss ich nachbessern? Meine Jugend stürzt gerade ab. Aber es ist auch kein Wunder, es sind eben nur 3,5 Sterne. Für ein Team wie mein Hamburg jetzt hier ist das nicht akzeptabel. Ich brauche mindestens 4, wenn nicht sogar 4,5. Und dann kommen wir noch zu den Scouts. Lass doch die Scouts arbeiten. Da gehe ich einfach hier hin und sage, welchen Spieler haben möchte. Somit kommen wir jetzt zu den Transfers. Scouting, der macht das doch schon. Der sagt mir doch, wer wie gut ist. Guckt euch mal an. Schalke hat hier einen Spieler, der ist 150 Millionen Euro wert. Das ist der absolute Wahnsinn. Und sogar noch einen zweiten, der 125 Millionen wert ist. Also Schalke hat es hier ganz schön gemacht. Lasst doch die Scouts arbeiten. Ihr müsst nicht nach Namen einkaufen. Ihr müsst sowieso danach einkaufen, was ihr braucht. Und genau so funktioniert das. Ich gehe, wenn ich jetzt transferiere, das solltet ihr auch tun, auf Taktik und sage, was für einen Spieler brauche ich. Jetzt habe ich gerade gehört, über links hinten kommen die meisten Gegentore. Dann sage ich mir, was habe ich denn links hinten eingestellt? Ein Flügelverteidiger, der verteidigen soll. Und dann kann ich jetzt auf Suche bearbeiten gehen und sage, das möchte ich nicht machen, alles mal löschen. Ein Flügelverteidiger, der ist hier, Rolle, Flügelverteidiger. So, bei mir muss er jetzt sogar noch die Nationalität Deutsch haben. Mache ich jetzt einfach mal raus und dann let's go. Und dann sehen wir, es gibt gerade gar keinen, der an irgendwas überhaupt interessiert ist. Warum nicht? Wenn noch irgendwas wahrscheinlich falsch eingestellt ist. Ach ja, Alter zwischen 14 und 15 ist natürlich ein bisschen schlecht. So, meine Spieler sollen nicht allzu alt sein, also 27. Einen 14-Jährigen kann ich nicht einsetzen, also muss er schon mal mindestens 17 sein. Sage jetzt okay. Und dann sehe ich, hier werden mir Spieler vorgeschlagen. Und wenn ich dann sehe, 7,19, weitaus besser als meiner, was den Durchschnittswert angeht, gehe hier drauf
Und ich habe hier sogar schon eine perfekte, ein perfektes Scouting und kann sehen, alles klar. Aber weißt du was? Ich lasse den beobachten. Dafür habt ihr Mitarbeiter, Leute. Ihr müsst nicht sofort den Spieler transferieren. Dafür habt ihr eure Mitarbeiter. Dann gehe ich hier hin und sage, ich möchte diesen Spieler beobachten lassen. Beide im Rahmen meines Geldes, 6,5 und 4 Millionen. Lasst eure Mitarbeiter doch arbeiten. Ihr müsst doch nur entscheiden, ob ihr damit was anfangen wollt. Ein Scout ist dafür da, um zu sagen, ist dieser Spieler akzeptabel oder nicht. Und wir können dann sagen, er entspricht unseren Erwartungen. Ich sage meinem Scout, was ich suche, der schlägt mir was vor, dann sage ich, leg mir einen Bericht hin. Wenn der Bericht da ist, dann schauen wir den Bericht an und dann entscheide ich. So funktioniert das hier bei mir. Und so kann es einfach zu Erfolg führen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon hier rede, aber wir müssen noch ein bisschen, glaube ich, hier mal nachgucken. Also, das war's, Transfers. Macht nicht den Fehler und sagt, oh, links außen, da kenne ich Davis. So, da gebe ich Davis ein. Alfonso Davis. So, den will ich haben. Das ist ja schön und gut, dass ihr den haben wollt. Vielleicht passt der aber gar nicht zu eurem Spielstil. Und das sieht man hier schon. Der hat VL zwar optimal, aber ich möchte ja FVL. Ich möchte ja einen offensiveren haben. Und da ist er schon gar nicht mehr so gut. Er ist besser weiter hinten. Das ist die Idealposition. Da ist er zwar noch gut, aber weiter vorne ist er dann wieder Idealposition. Aber genau dieses Mittelding kann er gar nicht so gut. Was heißt, kann er nicht gut? Es ist gerade Motzen auf hohem Niveau, wenn ich seine Statistiken ansehe. Aber sucht euch nicht die Spieler nach Namen aus, sondern sucht euch die Spieler nach eurer Taktik aus. Das ist schon mal ein Punkt. Und gebt euren Mitarbeitern einfach Aufgaben. Die sind dafür da, dass die mit euch arbeiten. Und wenn ihr meint, euer Co-Trainer macht Blödsinn, der sagt, also der kriegt die Berichte nicht so hin, wie ihr die haben wollt und trainiert komisch, dann sucht euch einen neuen. Da dürft ihr keinen Halt vormachen. Pepe hat hier nicht am Anfang trainiert. Natürlich, der hatte noch seine laufende Karriere, aber dann irgendwann musste ich sagen, so, und jetzt bist du hier bei mir. Also, nochmal ganz schnell zusammengefasst. Was müsst ihr tun? Ihr müsst euch eine Mannschaft aussuchen, die eure Philosophie spielt. Sei denn, ihr wollt ein längeres Projekt machen, so wie ich jetzt hier. Dann sucht ihr euch eine Mannschaft aus und macht das peu à peu. Aber eine Mannschaft aussuchen, die ihr mögt oder die eurer Philosophie entspricht, kommt eben darauf an, wie schnell ihr zum Erfolg kommen wollt. Dann eine Taktik aufstellen, am besten die, die man schon kennt oder eben ihr viel Zeit lasst, auch mal Niederlagen einstecken könnt und danach dann Spieler kaufen. Macht nicht den Fehler, macht eine Taktik. Taktik XY, holt euch einen Messi, der überhaupt gar nicht in dieser Taktik spielen kann. Jetzt müsst ihr Messi spielen lassen, weil sonst motzt er rum. Und er passt aber nicht in eure Taktik. Das ist ein Fehler. Wenn ihr eure Taktik habt, dann geht nach dieser Taktik los und guckt dann, welche Spieler passen zu meiner Taktik. Und dann sagt ihr eurem Scout, was ihr sucht, dann lasst ihn scouten, dann lasst ihn einen Bericht erstellen, lest euch den Bericht durch und dann könnt ihr entscheiden. Genau das. So funktioniert es in Schnelle. Und wenn ich jetzt mal hier gucke, aktuell 2033, ich gucke auf meinen Terminplan, schaut euch die grünen Punkte an. Es funktioniert. Hier ist die Club WM 2-1, 3-1, 1-0, 1-0, FC Bayern, Elfmeterschießen, 0-0, also gewonnen. Supercup gegen Bayern, Elfmeterschießen, 1-1, gewonnen. Gegen Erntedrück, gewonnen. Gegen Schalke, gewonnen. Gegen Gladbach, gewonnen. Eintracht Frankfurt, gewonnen. Leipzig, gewonnen. Freiburg gewonnen, Monaco gewonnen, Hertha gewonnen, Wolfsburg gewonnen, Astana gewonnen, Hoffenheim gewonnen, Köln gewonnen, Real Madrid gewonnen. Ihr seht, meine Ergebnisse sind gar nicht so hoch. Ihr müsst nicht damals so denken, oh, ich habe nur, warte mal, gegen Erntebrück habe ich nur 5-0 gewonnen und gegen, keine Ahnung, gegen Jumbuk habe ich 2-1 gewonnen, das ist ja voll knapp, ich muss was machen. Nein, gebt eurer Taktik eine Chance, dann funktioniert es, ganz, ganz ehrlich. Denn, ja, ich bin Erster in der Gruppe, ich bin Erster in der Liga, ohne Punktverlust jetzt hier. Und wenn wir es mal anschauen, ich gehe nochmal auf die Startseite, mein Trainerprofil. Da seht ihr es.
In 697 absolvierten Spielen habe ich eine Tordifferenz von 690. Ich schieße nicht über viele Tore. Das ist gerade mal noch nicht mal ein Tor positiv pro Spiel. Aber es hat für 5 Meisterschaften 17 Pokale gereicht. Es hat für 64% Siege, 18% Unentschieden und nur 17% Niederlagen gereicht. Und dann gehen wir einfach mal noch kurz in die Übersicht, um einfach nur mal klarzustellen, dass so wie ich es gemacht habe, dass das funktionieren kann. Es muss nicht immer funktionieren, denn man braucht auch manchmal Glück, aber es funktioniert grundsätzlich. Dass, wenn ihr das so aufstellt, ich spreche jetzt gerade, das hier ist noch Football Manager 2020, welcher einen Spielstand brauchte, der natürlich weit fortgeschritten ist, um euch das überhaupt zu zeigen. Aber 2021 könnt ihr gerne mal nachgucken. Wir sind gerade der FC Kaiserslautern. Schaut einfach mal dieses Format an. Dann werdet ihr sehen, was am Anfang schief gelaufen ist, was ich geändert habe und was jetzt gut läuft. Und das wird genauso wahrscheinlich über lange Zeit auch funktionieren. Hier seht ihr es. 2 Mannschaften. Längste Zeit beim Verein. Ich bin 4309 Tage beim Hamburger SV. Meine kürzeste waren 928 Tage, und zwar bei 1860. 13 Auszeichnungen. 5237 Tage habe ich absolute Spielzeit. Das ist natürlich Wahnsinn. Dann Spieler gekauft, 83. Wert habe ich dafür 856 Millionen ausgegeben. Das heißt, jeder Spieler hat so um die 10 Millionen roundabout gekostet. Spieler verkauft, 82. Das hält sich hier voll die Waage. Nur natürlich habe ich weniger eingenommen, als ich ausgegeben habe. So, die höchste Transferausgabe, die höchste Transfereinnahme. Dann Gesamtzahl an Spielervermittler, 40 Millionen. Anzahl freigestellter Spieler, ich habe 13 Spieler schon freigestellt. Auch das muss manchmal sein. Wenn der nicht in eure Mannschaft passt, ihr ihn aber nicht loswerdet, aber diesen Platz in eurem Team braucht und keinen Nörgler haben wollt, dann müsst ihr auch mal sagen, bitteschön, der Vertrag wird aufgelöst. Oder einfach auslaufen lassen. So, absolvierte Spiele, 605. Siege 395, Unentschieden 111, Niederlagen sind wir sogar noch zweistellig, 99, erzielte Tore sind 1100, Gegentore sind 464, das ist eine Tordifferenz von 636. Wenn ich das natürlich auf meine absolvierten Spiele mache, habe ich natürlich pro Spiel ein Tor oder ein bisschen mehr sogar. Die Siegquote beträgt 65%, 17 Pokale, 3 Meisterschaften. Das verstehe ich nicht, warum ich 0, ach das ist Hamburg, Entschuldigung, dann verstehe ich es doch. Dann mit kommt hier noch die gesamte 697 Spiele gespielt. Pokale 17, Meisterschaften 5, Aufstiege 2. Siegquote 64%. Das ist doch einfach eine Karriere, wo man jetzt ja nicht sagen kann, das was ich hier erzähle, ist fake. Weil es stimmt ja. So, dann gehen wir nochmal hier kurz rein. Da seht ihr einfach Legenden und da sind wir mit dabei. Ja klar sind wir eine Legende hier beim Hamburger SV. Wir haben die Mannschaft richtig nach oben gebracht. Und also gebt euch Zeit, verändert nicht zu viel auf einmal. Guckt, dass ihr nach eurer Taktik dementsprechend einstellt und nicht Spieler kauft und eine Taktik einstellt, die gegeneinander spielen, sondern es muss ein Miteinander sein von Anfang bis Ende. Und jetzt will ich mal einfach sagen, ja, ihr habt jetzt mal so einen Überblick gekriegt, wie man einfach ein guter Trainer werden kann. Wie gesagt, ich bin ja im Jahre 2033 jetzt schon und habe alles gewonnen mit dem Hamburger SV, was es nur geht. Ach ja, eine Sache wollte ich noch sagen, warum ich eigentlich so lange beim Hamburger SV bin. Die Vereine, zu denen ich gehen möchte, die entlassen nie ihre Mitarbeiter. Das ist es. Eventuell möchte ich mich ja vom Namen her noch verbessern, vom Spielstil verbessern geht ja bald nicht mehr so häufig, wie ich jetzt hier gewonnen habe. Aber da gibt es einfach gerade nur Halle und Haching und die großen Vereine entlassen selten ihre Trainer, egal wie schlecht die spielen. Und wenn, dann ja, wollten sie mich nicht als Trainer haben. Das ändert sich natürlich, wenn jetzt irgendwie Bayern doch irgendwann mal Tuchel entlässt, denn Bayern ist gerade... Einen Moment, dann gehen wir jetzt noch mal kurz drauf, auf Wettbewerbe. Bayern ist gerade nur 8. Also wenn sie den irgendwann entlassen, denke ich mal, werden sie auch an mich denken. Aber deswegen bin ich schon so ewig beim Hamburger SV. Wurde nie gefeuert, stand nie zur Diskussion.
Und wenn ihr das auch wollt, dann, wie gesagt, schaut euch dieses ganze Video hier an. Spult nochmal vor, nochmal zurück, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann werde ich mal mehr drauf eingehen. Also, habt jetzt noch einen wunderschönen Tag, haut rein, man sieht sich, ciao, tschüss, bis dann, bye bye!